Und ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück zu Cthulhu Saves the World. Wir befinden uns gerade auf dem Friedhof und wollen diesen Schatz haben. Leider kommt dann der Wächter und es ist ein lebender Tombstone. Wir haben in der letzten Folge zuletzt zweimal versucht, diesen Gegner zu besiegen. Ich werde es jetzt noch ein, zweimal versuchen. Wenn das nicht funktioniert, werde ich das Ganze einmal offline machen. Und wir wollen das Ganze ein wenig versuchen. Wir holen mal den Kraken. Hier machen wir mal den Strike drauf und können wir eigentlich mal den Deadly Kiss sprechen lassen. Jeder Schaden, den wir machen, ist ein guter Schaden. So. Kannst du noch sehen? Du kannst noch Plug machen. Ich glaube, der Fully ist wahrscheinlich ganz gar nicht so blöd. Oh. Nein, ein Helox. Du kannst keine Gruppe healen, das ist nämlich das Problem. Das konnte nämlich raus. Mehr Kraken als einen brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Du wirst noch weiter geheilt. Du machst noch was Strikes. Glaube ich jetzt mal so weit, du tust Sharp heilen. Du quäkst nochmal. Da ist der Quäk. Und auch Umi hat natürlich umgehauen, das ist natürlich bitterböse. Wir sind erst bei der Hälfte. Ich hoffe mal, dass auch die Knights noch mittauen. Nein, das ist wurscht. Das ist komplett wurscht. Das kann Oktober machen. Muss ich erstmal Potions einnehmen. Ja, dann ist schon wieder ein Quake.
Nein, jetzt hat es auch noch Sharp zerlegt. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Ich war so nah dran. Wie gesagt, ein, zweimal will ich es versuchen und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich es offscreen. Oder ich mache es vielleicht in Zeitraffer oder wie auch immer. So. Als erstes. Ja. Alles klar. Ich habe leider vergessen, Crew zu wechseln. Das habe ich nicht mitgespeichert. Selten dämlich. Dann versuchen wir es jetzt nochmal mit dem hier. Deathblow oder so ähnlich. Ich glaube, ich will ihn nicht wirklich unsehen machen. Und da kommt er wieder mit seinen scheiß Quakes. Das wird nichts. Wer hätte das erwartet? Okay. Bei diesem Bild sage ich jetzt mal, ich schneide einmal ein ganz kleines Stückchen raus. Und wir sehen uns gleich wieder. Und an dieser Stelle geht's wieder weiter. Cthulhu has gotten now level 22. Und ich entscheide mich dafür, dass er vitaler wird. Umilau Level 22 und ich entscheide mich, dass sie Willpower mehr wird. Sharp Level 22 und... ich würde gerne den Multistrike verbessern. October Now Level 22. Mehr Stärke oder Double Spell Power next turn only? Ja, ich nehme glaube ich den. Pause has now Level 22. Entweder mit Tentakeln oder Tentakeln. Eine ganze Gruppe. Ich nehme die Random Enemies. Wichtig. Speichern. Alter. Wir müssen jetzt hier wieder rausrennen. Wo ist denn der Quick Exit, den es normalerweise immer gibt? Kein? Nicht? Zumindest keine Gegner mehr? Ich hoffe es.
Ich spiele auch mir nämlich so langsam den letzten Nerv. Es ist so fucking nicht einfach. Es ist lustig, aber fucking nicht einfach. So, la 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 la
Okay, Freeze ist nicht das, was er, okay, Windstrike, das klappt ganz gut. Ich will keine Potion. Einmal Tentakels. Magik. Ich könnte ihn mal blinden. Aber wir haben schon Updown. Das ist ja ein easy Endboss. Ich will 94 mal 1 oder 100. Na, das geht besser. Gehen wir nochmal stunnen. So, und die letzten 15er Punkte kriegen wir auch so weg. Zack. Ja, das war sehr einfach. So, ich weiß gerade nicht, was wir bekommen hatten. Sollte man das Short Sword finden. Skippen. Gott, ich habe die Hälfte der Leute gar nicht richtig ausgerüstet. Das müssen wir nochmal kurz speichern, tut mir leid. Und nichts für euch. Geht auch. Ja, ich vermute mal, der Flame Ball war das einzige Interessante hier. Dann laufen wir jetzt nochmal quer durch die. Schau mal, was passiert. Oh, wir haben noch einen Schatztruhe. Ein Granite Blade. Ich vermute mal. Ja, Sharp. Strength und Vitality. Ja, es ist dann lieber ein bisschen mehr Vitality statt mehr Strength. Und jetzt wieder zurück. Das kennen wir ja schon. La 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 la. Oder so ähnlich. Also an Sharps Stelle wäre mir wahrscheinlich irgendwann schlecht. So, wir sind aus dem Swamp draußen und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Bin ich nicht gemein, aber ich will ja auch die Welt retten und spiele Cthulhu. Tschüss!